While people are moving around, während Leute noch sich umher bewegen, I'm just going to go ahead and start. Fange ich schon mal an. Because I'm too nervous and too tired of waiting. Ich bin zu nervös und schon müde des Wartens. Kenshin and I were having a discussion about the title. Kenshin und ich hatten eine Diskussion zum Titel. How many here actually know what the title is? Wie viele wissen denn, was das Thema des Abends ist? Oh, great. How many came to hear me talk perhaps about the title? Wie viele sind hier gekommen, dass ich eben vielleicht über das Thema spreche? Ah. I might. Vielleicht werde ich das. I never know. Weiß ich voraus nie. I mean, it is the point. Das ist schon ein Punkt. You know, over the last months I've been involved in a very powerful study for me. Über die letzten Monate hinweg habe ich mich mit einer sehr starken Belehrung befasst. I've been deeply involved in the Lankavatara Sutra. Ich habe mich tief eingelassen auf das Lankavatara Sutra. It depends on who's giving the information and what school, but it's said to be the heart of Mahayana. Und es hängt immer davon ab, wer die Information gibt und von welcher Schule das kommt. Aber es wird gesagt, dass es das Herz des Mahayanas ist. It's also said to be the very expression of Zen. Und es wird auch gesagt, dass es der stärkste Ausdruck des Zen ist. It's written. Steht geschrieben, that when the first successor of Bodhidharma, als der erste Nachfolger von Bodhidharma, who is alleged to be the patriarch of all Zen traditions, der angeblich der Patriarch aller Zen-Traditionen ist. When Bodhidharma kicked his successor out of the cave, als Bodhidharma seinen Nachfolger aus der Höhle gestoßen hat, he gave him the Lankavatara. Gab er ihm das Lankavatara. He said, in this text is everything. Er sagte, dass in diesem Text alles drin steckt. Everything that's to be known is in that text. Alles, was es gilt zu wissen, ist in dem Text. Oh, this is my avatar. Das ist mein Avatar. No, it's true. Das ist wahr. Yeah, it is a dragonfly. Es ist die Libelle. Yeah. But she will die. No, it's he'll be all right. Die kriegen das hin. He just came to say hello. Kam rein, uns zu begrüßen. But what? This is the point. Auch das der Punkt. The point of the evening, the point of the title. Der Punkt des Abends und auch die Sache beim Thema. Living simply or simply living. Einfaches Leben oder einfach leben. You know, attached to all of our ideas of things. Wenn wir anhaften an all unseren Ideen der Dinge. We pursue paths that lead us nowhere but back to the beginning. Dann gehen wir Wegen nach, die uns nirgendwo hinführen, außer wieder direkt zum Anfang. We can't study our way into right living. Wir können uns nicht in rechtes Leben hineinstudieren. You know, I listen to people who can recite scriptures. Ich höre Leuten zu, die die Texte auswendig lernen und auswendig sagen können. They know all of the appropriate Buddhist terminology. Und die kennen auch all die zutreffenden buddhistischen Begriffe. And often I don't have any idea what they're talking about. Häufig weiß ich gar nicht, worüber die sprechen. And I really don't memorize these things. Wirklich, ich lerne sowas nicht auswendig. There's 82 volumes in the Pali Canon. Es gibt im Pali Canon 82 Bücher. I've read 81 volumes. 81 habe ich gelesen. But I haven't taken it upon myself to memorize one word. Aber ich habe mich nicht bemüht, ein einziges Wort auswendig zu lernen. It's not the point. Darum geht es nicht. I haven't taken it upon myself to think or even believe for a moment. Und ich habe mich nicht bemüht, zu glauben oder für einen Moment lang zu denken, that I have any idea, dass ich irgendeine Ahnung hätte, about what all of this leads to. Wohin all das führt. Because there isn't anything to be achieved. Weil es gibt nichts, das es gilt zu erreichen. The whole notion of achieving something. Die Idee, etwas zu erreichen. This is the trap of suffering. ist die Falle des Leidens. It isn't about attaining robes. Es geht nicht darum, Roben zu erreichen. It isn't about attaining enlightenment. Es geht nicht darum, die Erleuchtung zu erreichen. It isn't about becoming peaceful. Es geht nicht mal darum, friedlich zu werden. It isn't about becoming smarter. Es geht nicht darum, schlauer zu werden. It's about waking up. Es geht um das Aufwachen. To the reality that it's not about any of those things. Aufwachen zu der Wirklichkeit, dass es um all diese Dinge gar nicht geht. It's learning how to simply live. Es geht darum, einfach zu lernen, einfach zu leben. And we acquire this. Und wir erlangen das. This thing that is not to be acquired. Diese Sache, die es gilt nicht zu erlangen. We do acquire this. Wir erlangen die. Through living simply. Indem wir einfach leben. Now, if we think we know. Wenn wir bereits denken zu wissen. Or if we have any idea about what living simply means. Oder wenn wir irgendeine Idee dazu haben, was es bedeutet, einfach zu leben. That's not it. Das ist es bereits nicht. The very heart of living simply. Das Herz des einfachen Lebens, which gives rise to simply living, was zum einfachen Leben führt, is revealed to us, offenbart sich uns, through a disciplined spiritual practice, durch eine disziplinierte spirituelle Praxis, rooted in self-reflection, verwurzelt in der Selbstreflexion. Now, a disciplined spiritual practice doesn't have a particular form. Eine disziplinierte spirituelle Praxis hat nicht eine ganz bestimmte Form. I mean, it might. Vielleicht mag das so sein. You might get an instruction. Vielleicht erhältst du eine Anleitung. To every morning. Dass du jeden Morgen. Do 108 prostrations. 108 Niederwerfungen machst. And every evening. Und jeden Abend. Do 108 prostrations. 108 Niederwerfungen machst. And you might follow this religiously. Und du magst dem ganz streng und strikt folgen. But that might not be a reflection of discipline. Aber das mag gar keine Reflexion der Disziplin sein. That may only be our idea of it. Das mag nur unsere Idee davon sein. But we cannot discover what is the root and heart of discipline. Aber wir können das Herz und die Wurzel der Disziplin nicht entdecken. Without first doing 108 prostrations every morning and every evening. Ohne dass wir es nicht erstmal tun, jeden Morgen und Abend die 108 Niederwerfungen zu tun. Doing them just to do them. Sie zu machen, einfach um sie zu machen. And, yesterday was at the school. Mm-hmm. Yesterday I visited a school. Gestern habe ich eine Schule besucht. I was invited to a school. Ich war zu einer Schule eingeladen. And there I met with 3 classes. Dort habe ich mich mit 3 Klassen getroffen. Not all at once, on 3 separate occasions. Nicht alle auf einmal zu 3 unterschiedlichen Zeiten. So all together I had the privilege to meet with, I don't know, 150 students. Im Ganzen hatte ich eben dann das Privileg, mich mit 150 Schülern zu treffen. Ages 15 to 18. Im Alter von 15 bis 18 Jahren. When I went to the school. Als ich zur Schule kam. I haven't been to a school in quite some time. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich in der Schule gewesen bin. I was plagued with doubt. Da war ich mit Zweifel geplagt. Can I connect with these young people? Kann ich mich überhaupt mit diesen jungen Leuten verbinden? Do I have anything to say to them that they can relate to? Habe ich was ich ihnen sagen könnte, worauf sie sich beziehen können? Is there any point in me actually going? Ist da überhaupt ein Wert, ein Sinn darin, dass ich dorthin gehe? I still don't know. Ich weiß das auch immer noch nicht. But I did go. Aber ich bin hingegangen. I did meet with them. Ich habe mich mit ihnen getroffen. We did find a place to connect. Und wir haben einen Ort, eine Stelle gefunden, wo wir uns miteinander verbunden haben. And I didn't have anything to I wasn't looking to acquire something or to gain something. Und es war nichts, was ich da selber erhalten oder kriegen wollte. I had no not object but agenda. Yes, maybe. I had nothing to lead them to. Es gab nichts, wohin ich sie hinführen wollte. I didn't want them to get anything. Ich wollte nicht, dass sie überhaupt was begreifen. Now some think that's what's the point of going. Einige denken dann, aber was soll das dann überhaupt dahin zu gehen? But if I had an agenda. Aber wenn ich da schon einen vorgefassten Plan habe. Something that I thought they were supposed to get. Etwas, das ich denke, was damit erreicht werden sollte. Then the teaching becomes corrupted. Dann ist es so, dass damit die Belehrung, die Lehren korrumpiert werden. Because there is nothing to be gained. Weil es gibt dabei nichts zu erzielen. Simple living. Einfaches Leben is not what we call simple living. Ist nicht das, was wir einfaches Leben nennen. It is a consequence. Es ist eine Konsequenz. It can manifest itself in the most complicated of situations. Und es kann sich in den allerkompliziertesten Situationen manifestieren. How can we simply live? Wie können wir es machen, dass wir einfach leben können? By giving up our ideas of what we need, indem wir unsere Ideen aufgeben davon, was wir denn brauchen, to be satisfied, damit wir zufrieden sind, to be happy, dass wir glücklich sind, to be content, dass wir befriedigt sind, erfüllt sind. Because all of these ideas, all diese Ideen, continue to propel us into endless cycles of suffering. Sind es, die uns endlos vorantreiben in den sich wiederholenden Leidenskreisläufen. They continue to propel us. Und sie treiben uns weiter voran, to do the most destructive of things. Die allerzerstörerischsten Dinge zu tun. I watched a film a long time ago. Vor langer Zeit habe ich einen Film angeschaut. It was about a young man. Es ging darum, um einen jungen Mann. He had this idea to live simply. Er hatte die Idee des einfachen Lebens. So he went off to live as a hermit in Alaska. Er ist deshalb losgezogen, um als Einsiedler in Alaska zu leben. But he was unprepared. Aber war nicht vorbereitet. To really live in the wilderness. Wirklich in der Wildnis, wie sagt man denn? Wildnis, Dankeschön, zu leben. Yes. He had some books. Er hatte Bücher dabei. That he could read about. Darüber konnte er dann lesen. But he didn't have any experience. Aber hatte keine Erfahrung. He didn't have a community that went before him. Er hatte auch keine Gemeinschaft, die das vorher schon mal erlebt hatte. And he didn't have a teacher. Und er hatte keinen Lehrer oder Lehrerin. He decided to be his own teacher. Er entschied, sein eigener Lehrer zu sein. He died. Er starb. Now, during the time when he had the possibilities to acquire and save food. In der Zeit, als er die Gelegenheit hatte, sich Essen zu sammeln und aufzubewahren. He did exactly as the books instructed him. Hat es genauso gemacht, wie die Bücher das angeleitet hatten. But the books didn't introduce all of the possible variables that can happen in the wilderness. Aber die Bücher haben nicht all die möglichen Varianten vorgestellt, die in der Wildnis geschehen können. And at a point he ran out of food. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist ihm das Essen ausgegangen. The rains came. The river rose. Der Regen kam, die Flüsse sind angestiegen. He was cut off. Und er war dann abgeschnitten von allen Fluchtwegen. So he went off looking for berries and things to eat. Er ist dann losgezogen, um nach Beeren zum Essen zu suchen. Because he's already lost, I don't know. Maybe he weighed 70 kilos in the beginning. Vielleicht hat er am Anfang 70 Kilo gewogen. And by the time he went looking for berries, he weighed maybe 50. Und zu der Zeit, als er dann angefangen hat, Beeren zu suchen, hat er vielleicht noch 50 Kilo gewogen. This was a hungry young man. Das war ein hungriger junger Mann. So he found these berries and he ate them. Hat diese Beeren gefunden, hat sie gegessen. Then he started to not feel well. Dann fing es an, dass er sich nicht wohlfühlte. And then he got out one of his books. Dann hat er eines seiner Bücher rausgeholt. Because before he went looking for berries, he failed to consult his books. Weil bevor er aufgebrochen ist, um die Beeren zu suchen, hat er es verpasst, in den Büchern nachzulesen. What he discovered was the berries that he'd eaten. Was er dann entdeckte, ist, dass die Beeren, die er gegessen hatte, actually prevent the body from digesting food. Tatsächlich den Körper daran hindern, es verhindern, dass der Körper Nahrung verdauen kann. And he died. Und dann ist er gestorben. To embark on a path of study. Wenn man einen Pfad des Studiums beginnt. To embark on a path of practice. Wenn man auf einen Pfad der Praxis beginnt. Only purpose der einzige Zweck is to wake up. Aufzuwachen. That's the only point of it. Das ist das Einzige, worum es dabei geht. But if we think for 1 minute we know what waking up looks like, aber wenn wir eine Minute lang glauben zu wissen, wie Erwachen aussieht, we're already lost in the wilderness. Sind wir schon in der Wildnis verloren. Bradley Manning. Bradley Manning. Do you know the name? Kennt ihr den Namen? Some may, some not. Einige kennen ihn vielleicht, andere nicht. Bradley Manning was a United States soldier. Bradley Manning war ein Soldat im amerikanischen Militär. Who released thousands of documents. Der Tausende von Dokumenten veröffentlicht hat. Supposedly secret documents. Angeblich geheime Dokumente, that suddenly appeared on the Internet. Die plötzlich im Internet auftauchten. He was arrested. Er ist dafür verhaftet worden. He was put on trial. Er wurde vor Gericht gestellt. And at the very most, he could have lost his, he could have been killed. Und im Extremfall wäre er umgebracht worden. As it stands, he only got 35 years. Jetzt, wie es ist es so, dass er zu 35 Jahren verurteilt wurde. He'll be in prison for 35 years. Also er wird im Gefängnis für 35 Jahre sein. No. The question was asked at the school yesterday. Gestern wurde an der Schule gefragt. Did I think that Bradley Manning was a traitor? Ob ich glaube, dass Bradley Manning ein Verräter war? Or was he a patriot? Oder war ein Patriot? I mean, what do you think? Was glaubt ihr denn? In the end, it doesn't matter. Schließlich ist es egal. It doesn't matter what we think. Es ist egal, was wir dazu denken. This is the point about simply living. Darum geht's beim einfachen Leben. It doesn't matter what I think, it doesn't matter what I believe. Es ist egal, was ich denke, es ist egal, was ich glaube. It matters what I do. Es ist von Bedeutung, was ich tue. And if what I do is dictated by what I think. Und wenn das, was ich tue, von meinem Denken diktiert wird, then awakening is as elusive. Dann ist das Erwachen so ungreifbar, as you could ever possibly imagine. So viel, wie man sich das jemals vorstellen könnte. The young man who escaped into the wilderness to live simply. Der junge Mann, der in die Wildnis geflohen ist, um dort einfach zu leben, was driven by his suffering. War von seinem Leiden getrieben. To repeat certain types of patterns. Um dabei bestimmte Muster zu wiederholen. Which not without support. Die ohne Unterstützung, without awareness, ohne Bewusstsein, depending solely on the intellect, sich nur auf den Intellekt verlassen, led him to one outcome. Haben ihn nur auf ein Ergebnis, zu einem Ergebnis geführt. The cessation of this form. Das Erlöschen dieser Form. Death. Der Tod. But the other truth is, in order to wake up, we have to die. Die andere Wahrheit ist, um aufzuwachen, müssen wir sterben. Das ist wahr. How many of you are willing? Wie viele von euch sind dazu bereit? If you're not willing, wenn du nicht bereit bist, then the whole reality of simple living or living simply is inaccessible to us. Dann ist die Wirklichkeit des einfachen Lebens für uns überhaupt nicht zugänglich. Now, don't put this on your Twitter accounts. Schreib das nicht auf deinen Twitter. Hanschen said we have to die. Einstein hat gesagt, wir müssen sterben. I'm not espousing that you all go out and commit ritual suicide. Es ist nicht, dass ich ja damit alle auffordere, hinauszugehen und ritualisierten Selbstmord zu begehen. Not in a physical or practical sense. Nicht in einer körperlichen, praktischen Art und Weise. There's some real truth in this. Aber da steckt eine wirkliche Wahrheit darin. If I look at all the incarnations that I've experienced in this lifetime. Wenn ich mir all die Inkarnationen anschaue, die ich in meiner Lebenszeit erfahren habe. And how many deaths I've had to be willing to experience. Und wie viele Tode ich bereit sein musste, darin zu erfahren. None of them necessarily with consciousness. Und nicht jeder ist mir bewusst gewesen. I would not be here today. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre ich heute nicht hier. Today in the United States. Heute ist es so, dass in den Vereinigten Staaten, as we're talking, während wir hier sprechen, 22 men and or women, das so ist, dass 22 Männer oder Frauen, who formerly served in the military, die zuvor im Militär gedient haben, will kill themselves. Sich eines Tages heute selber umbringen. A suicide every 62 minutes. Das ist ein Selbstmord, der alle 62 Minuten begangen wird. The real cost of war. Der wirkliche Preis des Krieges. A war which lives on in each and every one of us. Ein Krieg, der in jedem Einzelnen von uns weiterlebt. Because war is not something that happens to us externally. Krieg ist nicht etwas, das im Außen von uns geschieht. Unless we are willing to wake up to the roots of war in us. Wenn wir nicht bereit sind, zu den Wurzeln des Krieges in uns wach zu werden. The seeds of violence in us. Die Samen der Gewalt in uns. Then healing and transformation, the healing and transformation of these cycles is impossible. Dann ist die Heilung und die Wandlung dieser Kreisläufe für uns unmöglich. Because we can't think ourselves into a new way of living. Wir können uns nicht hineindenken in eine neue Lebensweise. We have to live ourselves into a new way of thinking. Wir müssen uns hineinleben in eine neue Denkensweise. Bradley Manning at one point thought he was doing the correct thing. Hat zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht, dass er die rechte Sache tut. Until he had to suffer the consequences of his action. Bis er die Konsequenzen seines Handelns erleiden musste. And then suddenly he wasn't so sure. Dann war er sich plötzlich nicht mehr so sicher. The young man who escaped into the wilderness. Der junge Mann, der in die Wildnis geflohen ist, thought he was doing the correct thing. Dachte, dass er die rechte Sache tut. But driven by his best information, aber getrieben durch gerade mal die Informationen, die er hatte, it led him to his death. Hat es ihn in seinen Tod geführt. The patriarch of the lineage in which I'm ordained. Der Patriarch der Linie, in der ich Ordination habe. The man who brought the lineage from Japan to the United States. Der Mann, der diese Linie von Japan in die Vereinigten Staaten brachte. A person who had received Dharma transmission and 3 separate lineages. Eine Person, der Dharma-Übermittlung in 3 verschiedenen Linien erhalten hatte. Had all the titles. Hatte all die Titel. He had all the papers with the stamps on. Hatte all die Papiere mit den Stempeln drauf. When he put on his robes, they were immaculate. Wenn er Roben anzog, waren die makellos. What a marvelous figure he was in his robe. Und er war ein ausgesprochen gut dastehender Mann in den Roben. When it came to the rituals of the lineage, wenn es um die Ritualien der Linie ging, he was unparalleled in his expertise. War es so, dass er unvergleichlich in seiner Expertise dastand, in seinem Wissen. And he drowned in a hot tub. Aber er ist in einer heißen Wanne ertrunken. Because he was drunk. Weil er betrunken war. At the age of 63. Im Alter von 63 Jahren. If we want to wake up, wenn wir aufwachen wollen, we cannot do whatever we want. Können wir nicht nur machen, was wir wollen. And call that practice. Und das Praxis nennen. I mean, we can. Natürlich kann man das machen. That doesn't make it true. Aber das lässt sowas nicht wahr sein. There are guiding principles. Es gibt anleitende Prinzipien. It becomes impossible to see what is simple living or what is living simply. Es ist unmöglich sehen zu können, was einfach Leben oder einfaches Leben ist. If we abandon those simple precepts. Wenn wir diese einfachen Richtlinien aufgeben. 5 of them. Da gibt es 5. Yeah. The 5 give birth to the 16. 5, die dann zu 16 führen. The 16 give birth to the 52. 16, die dann zu 52 führen. The 52 give birth to the 238. Und die 52, die dann zu 138 the führen. 238 give birth to the 254. Und die 138, die dann zu 254 führen. The root is 5. Die Wurzel all dessen sind 5. Don't kill. Töte nicht. Don't steal. Stehle nicht. Don't lie. Lüge nicht. Practice sexual clarity. Über sexuelle Klarheit. And don't take intoxicants. Und nimmt keine Rauschmittel. You want to wake up? Willst du erwachen? Do you want to wake up? Willst du erwachen? This is the point. Darum geht es bei der Praxis. You can come here and sit. Du kannst hier zum Sitzen kommen. You can pay really close attention to the people who stand up here like me or sit up here. Und du kannst sehr aufpassen, sehr achten auf die Menschen, die hier vorne stehen oder hier vorne sitzen, so wie ich jetzt stehe. You can take exquisite notes. Du kannst ganz akribisch Notizen machen. You can look immaculate in your clothes and in your forms and in your reverence. Und du kannst makellos in deinen Roben, mit deinen Formen, mit deiner Referenz aussehen. And that means absolutely nothing. Und es bedeutet absolut nichts. If we treat these precepts, these guiding principles, as if they had no sense. Wenn wir diese anleitenden Richtlinien so behandeln, als ob die überhaupt keinerlei Bedeutung hätten. How many drinks does it take to get you drunk? Wie viele Schluck Alkohol braucht es denn, um dich betrunken werden zu lassen? Actually, none. Tatsächlich gar kein. It's the thought that precedes the first drink. Es beginnt mit dem Gedanken, der dem ersten Schluck Alkohol vorausgeht. So one of the young men from the school. Das ist doch einer der jungen Schüler der Schule gekommen. It's wonderful to see him. Wunderbar, ihn zu sehen. Yes, it's great. Das ist großartig. It was very interesting to watch this transformation. Es ist interessant, diese Art der Transformation zu beobachten. Yeah. Because in the beginning, weil am Anfang, he was a bit 15-year-old, 16-year-old. War halt ein 15-Jähriger. Not really paying attention. Und hat nicht so doll aufgepasst. But at a moment, something happened. Aber dann in einem Augenblick passierte was. And it was incredible to watch it. Und es war unglaublich, dem zuzuschauen. No intention. War keine Absicht Not dabei. On my part. Von meiner Seite zumindest nicht. But it is the process of being authentic. Aber das ist eben dieser Prozess, authentisch und aufrichtig zu sein. And it is impossible to be authentic if I think I'm being authentic. Und es ist unmöglich, authentisch sein zu können, wenn ich denke, authentisch zu sein. Yeah. Come here. Komm doch einfach mal herein. Yeah. I'll bring him in, set him up front. Come on. Yeah. Ich werde ihn hier reinbringen und ihn hier vorne sitzen lassen. We'll put him here. Yeah. Yeah. Living simply. Einfach leben. Transcends our ideas of it. Überschreitet unsere Ideen davon. We can't read about it, we can't study about it. Wir können nicht darüber nachlesen, wir können das nicht studieren, man kann das nicht erlernen. It is a quality that evolves. Es ist eine Qualität, die sich entwickelt. Not a state of existence, but a quality that evolves. Es ist nicht ein Seinszustand, sondern eine Qualität, die sich entwickelt. As a result of having a disciplined practice rooted in self-reflection. Als Ergebnis dessen, dass man eine disziplinierte spirituelle Praxis hat, die verwurzelt ist in der Selbstreflexion. Supported by a community of like-minded people. Zum unterstützt wird von einer Gruppe gleichgesinnter Menschen. Not a group of people who are ideologically glued together. Nicht eine Gruppe, die notwendigerweise ideologisch gesehen zusammengefügt ist, geklebt ist. But like-minded. Aber gleichgesinnt. Und dass solch eine Gemeinschaft, eine Gruppe von einem authentischen Lehrer oder einer Lehrerin unterstützt wird. Weil wenn wir durch diese Tür hereinkommen, mit Absicht, um zu erwachen, dann schreiten wir damit in die Wildnis. Wir beschreiten damit all unsere Höllenbereiche. Because sitting on the cushion, weil das Sitzen auf dem Kissen is sitting on a bomb. Ist das Sitzen auf einer Bombe. It's not about stress reduction. Es geht dabei nicht um Stressreduzierung. It's about waking up. Es geht um das Erwachen. I was reading some text. Erst neulich habe ich einen Text gelesen, irgendeinen Text. It was a 13th or 14th century Chinese text. Und das war ein chinesischer Text aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. I translated one. Einer, der bereits übersetzt worden war. I don't read Chinese. Ich selber lese nicht Chinesisch. Yeah. And somewhere in Buddhist writings. Irgendwo in den buddhistischen Schriften wird kommuniziert, dass nur weil diese Belehrungen solch einen Erfolg haben, und weil diese Belehrungen die Kapazität besitzen, uns wahrhaftig zu entgiften, alle, die die Belehrung berühren und die das umarmen. It is precisely because of this. Genau deshalb. That the teachings begin to attract the wrong kind of people. Ist es so, dass es geschieht, dass auch die falschen Menschen von diesen Belehrungen angezogen werden? Or not necessarily the wrong kind of people. Nicht notwendigerweise die falsche Art der Menschen. The people with the wrong intentions. Aber Menschen mit falschen Absichten. What's the point? Worum geht es? What's the point of all this? Worum geht es bei all dem? If I have a point, wenn ich da schon weiß, that's not it. Dann ist es das nicht. But if I don't have a point, wenn ich das gar nicht weiß, then there's no point to do it. Dann gibt es noch keinen Grund, es zu tun. To wake up, zu erwachen, to bring an end to suffering, dem Leiden ein Ende zu bringen. This is the point. Darum geht es. Nirvana. Nirvana. From all I've read and studied. Alles, was ich darüber gelesen und studiert habe. Is simply to understand this. Da geht's nur um, genau das zu verstehen. But the understanding that I'm talking about is not intellectual in nature. Aber das Verstehen, wovon ich spreche, ist nicht intellektuell von der Beschaffenheit her. But it's coming to the place of understanding beyond the intellect. Es geht darum, an einen Ort zu gelangen, jenseits des Intellekts. And to come to the place of understanding beyond the intellect. Um an diesen Ort des Verständnisses zu kommen, jenseits des Intellekts. Then I must be willing to die. Dafür muss ich bereit sein zu sterben. In a metaphorical sense. In metaphorischer Art und Weise. If I were still following, wenn ich immer noch dem folgen würde, all of the ideas that I had about life, wenn ich all den Ideen noch folgen würde, die ich zum Leben hatte, zu denen ich konditioniert war, denen nachzugehen, dann wäre ich heute einer der Veteranen, der gestorben ist. Weil ich ein Soldat bin. Nicht ich war ein Soldat, ich bin einer. Und ich flehe euch an, bitte, wake up to the soldier in you. Wach auf zu dem Soldaten in dir, sodass der oder die verwandelt werden kann. Schau, wie der Krieg sich in dir täglich zeigt und manifestiert in allem, was wir tun. Sei bereit hinzuschauen. The subtle and gross ways in which we are continuing to pursue the burning pillar hell. Die subtile oder auch die offensichtliche Art und Weise, wie wir weiter der brennenden Säulenhalle entgegengehen. If you want something that sort of really can take your breath away. Also wenn du sowas hören willst, etwas, das einem den Atem nehmen kann. There is a sutra. Es gibt ein Sutra. The Sutra of Earth Store Bodhisattva. Das ist der Buddha, das Sutra des Bodhisattvas, der die Erde trägt. Yes, Kshitigarba. No, yeah, Kshitigarba. Namens Kshitigarba. Or in Japanese, Jizo. Im Japanischen Jizo. That's the name of one of Genrei's cats. Ist auch der Name einer der Katzen von Genrei. He really is a Bodhisattva. Er ist wirklich ein Bodhisattva. But they, in this book they give descriptions of the various hell realms. In diesem Buch werden Beschreibungen dargebracht der unterschiedlichen Höllenbereiche. Boy, I tell you, I read about these hell realms. Ich sage euch, wenn ich mir diese Beschreibung der Höllenbereiche durchlese, sage ich mir immer, ich bin so froh, dass das nur metaphorisch gemeint ist. Diese Dinge sind furchtbar. Genau, da muss man in sich gefestigt sein, wenn man sowas liest. Wenn man das nicht ist, dann hat man nach solch einem Buch Albträume. Einer der Höllenbereiche, die brennende Säulenhalle. Oh, if you don't know the foundation of the Bodhisattva Kshitigarba. Wenn ihr die Grundlage des Bodhisattvas Kshitigarba nicht kennt. Kshitigarba is the Bodhisattva that enters into our hell realms with us. Es ist so, dass Kshitigarba der Bodhisattva ist, der mit uns in unsere eigenen Höllenbereiche hineingeht, uns direkt dort an diesen Ort führt. And supports us in our transformation. Und uns in unserer Transformation unterstützt. Oder unserem Hinweggehen, Hinfortgehen. Höllenbereiche sind nicht Orte, wo wir hingelangen, nachdem wir aufgehört haben zu existieren. Höllenbereiche sind Orte, in denen wir jetzt schon leben. Die brennende Säulenhalle. Oft in the distance. In der Ferne sehe ich das Objekt meines Verlangens. Ich weiß es. Wenn ich dahin komme, zu dem Objekt meines Verlangens, dass mich das erfüllt, ich werde im Nirvana sein. Ich gehe dem nach, meinem Objekt meines Verlangens. I arrive to the object of my desire. Ich komme am Objekt meines Verlangens an. I embrace the object of my desire. Ich umarme das Objekt meines Verlangens. And it bursts into flames. Und es bricht in Flammen aus. It burns the skin off my bone. Es verbrennt die Haut über meinen Knochen. It starts to turn my bones, burn them into dust. Und es verbrennt meine Knochen zum Staub. And then just before I turn it completely into dust. Und ganz bevor ich mich völlig in Staub auflöse, the cool breeze comes along. Kommt die kühlende Brise. And restores me. Und wiederbelebt mich. And in the distance, und in der Ferne I see the object of my desire. Sehe ich das Objekt meines Verlangens. Yeah. When I read that, als ich das las, I went, oh yes. Oh ja. I know that hell realm. Den Höllenbereich kenne ich. Yes. We want the world to be different. Wollen wir, dass die Welt sich denn ändert? What are you willing to do? Was bist du bereit, selbst zu tun? Because the world and the world and us are not separate things. Weil die Welt und wir sind nicht getrennte Dinge. Bradley Manning didn't need to change the government. Bradley Manning musste nicht die Regierung verändern. Bradley Manning needed to wake up to the government in him. Bradley Manning musste zu der Regierung in ihm selbst erwachen and change that. Und das verändern. We get so idealistically opposed. Wir wenden uns idealistisch so schnell dagegen. To one political position or the next. Gegen die eine politische Richtung oder die andere. That in our radical opposition we become no different than what we're opposed to. Dass es so ist, dass in unserer radikalen Opposition wir gar nicht anders sind als das, wogegen wir uns wenden. As a soldier, als Soldat, fighting in Vietnam kämpfend, I believed, glaubte ich, that it was necessary to burn a village down, dass es notwendig ist, ein Dorf niederzubrennen, to bring peace to it. Um dem Dorf Frieden zu bringen. I believed it. Das habe ich geglaubt. Ich war überzeugt. Es ist wichtig für jeden Einzelnen unter uns, selbst zu reflektieren, welches die Dörfer sind, die wir niederbrennen. Mit der Illusion oder unter der Illusion, dass wir dort Frieden schaffen. Because some of the most hideous acts of violence are committed in the name of Good. Weil einige der heimtückischsten Formen der Gewalt werden im Namen des Guten begangen. It's the idea of simple living. Es sind diese Ideen des einfachen Lebens. It is all of our ideas of things. Es sind all unsere Ideen der Dinge. Practice exists in a place beyond understanding. Praxis existiert an einem Ort jenseits des Verstehens. This place that is guided by natural laws. Dieser Ort, der angeleitet wird durch naturgegebene Gesetzmäßigkeiten. Laws that neither exist or don't exist. Gesetzmäßigkeiten, die weder existieren noch nicht existieren. They don't arise or don't cease. Die nicht auftauchen und nicht erlöschen. They are neither eternal. Sie sind weder ewig. Nor are they not eternal. Noch sind sie nicht ewig. Nor are they not eternal. Noch sind sie nicht ewig. Did you get it? I think so. Okay. Yeah. If you try to follow that intellectually, wenn man versucht, dem intellektuell zu folgen, you will burn your brain. Verbrennst du dir die Gehirnwindungen. It's not to be processed. Es geht nicht darum, sowas zu verarbeiten. The teaching doesn't exist intellectually. Die Belehrungen existieren nicht intellektuell. Nor does it exist separately from the intellect. Noch ist es so, dass es getrennt vom Intellekt ist. Study is important. Das Studium ist wichtig. But study is not practice. Das Studium selbst ist nicht die Praxis. It's not other, but it's not. Ist nicht anders, aber auch nicht genau das. It's very important to come to this. Es ist ganz wichtig, dass wir dorthin gelangen. Open-minded. Mit offenem Geist. As much as that's possible. Soweit das möglich ist. Because of course, if we come with the idea of open-mindedness, natürlich, wenn wir die Idee des offenen Geistes haben, then we're just burning down the village in the name of peace. Dann ist es so, dass wir dabei sind, das Dorf niederzubrennen im Namen des Friedens. I want the world to be different. Ich will, dass die Welt sich ändert. And I have no idea what that's supposed to look like. Und ich habe keine Idee, wie das ausschaut. None. Keine. Honestly, I don't. Ehrlich, keine. Ich hatte keine Ahnung, was ich hier sagen würde, nachdem ich in den Raum gekommen war. Keine. Das Einzige, was ich wusste, als ich durch die Tür reinkam und alle da standen und es noch diesen Pfad in der Mitte gab, dass ich mich wie ein amerikanischer Footballspieler fühlte, wo man aus dem Tunnel heraus auf das Feld herauskommt. Das ist so, dass da alle in der Linie stehen und they all give these high fives. Alle geben sich 5. Every morning. Jeden Morgen. Oh, since I've been here. Seit ich hier bin. I have a cup of, well, it's a big cup. I have a pot of tea. Ich habe eine Tasse, nein, eher einen Topf. And a half a roll. Tee und ein halbes Brötchen zum Frühstück. At 8 o'clock in the morning. 8 Uhr morgens. I won't do it. With Children, gemeinsam mit Children and Pema Samten. Und Pema Samten. When Pema Samten enters the room, wenn Pema Samten in den Raum hereinkommt, stehe ich auf. Not out of some idea of ritual. Nicht wegen einer Idee des Rituals. Not out of some idea of being holy and so be therefore being accepted. Nicht aus einer Idee des Heiligseins und dass ich dadurch dann akzeptiert bin. Simply because it's the correct thing to do. Einfach nur, weil es die rechte Sache ist zu tun. To pay respect. Um respektvoll zu sein. I mean, this is their house. Ist ja deren Haus. I'm just a guest. Ich bin doch nur ein Gast. I'm just a guest in this life. Ich bin in dem Leben nur ein Gast. I was in Essen recently. Ich war erst neulich in Essen. After a retreat day. Nach einem der Retreat-Tage. I run this formula of city retreats. Es ist ein Rahmen, den ich halte, und das nennen wir ein Stadtretreat. Die Leute kommen zusammen, man trifft sich morgens um 9 Uhr und wir hören dann gegen 5 Uhr am Nachmittag auf. Ich ging zurück zu dem Mietwagen, in dem ich transportiert worden bin. And it was parked in a section of the city where there is a house for... What is it? It's a shelter. Oh, it's a homeless shelter. Das Auto war geparkt in einer Stadtgegend, wo eine Notunterkunft war. So, there's some interesting people walking around the streets there. Da sind interessante Leute, die dort auf den Straßen entlang gehen. So, Elliot and Genrei and Kenshin and myself. Es war so, dass Elliot, Genrei, Kenshin und ich selbst. We're walking up the street. Wir gingen die Straße herauf. And there were a male and female, quite either drunk or high, I don't know which. Da war ein junger Mann und eine Frau und die wirkte so, als ob die sehr betrunken waren. They were walking down the street and there was another young man. Die ging die Straße entlang und da war ein weiterer junger Mann. Really wild hair. Ganz wildes Haar. Screaming and yelling at them. Und schrie die beiden an. And I thought, oh oh. Und ich dachte mir, oh je. What's this? Was ist jetzt hier? I mean, I have some understanding of the street. Ich habe selbst ein Verständnis zur Straße. Because I spent a number of years living on the street. Weil ich selbst einige Jahre auf der Straße verbracht habe. The young man came up and he was looking for some money. Der junge Mann kam auf uns zu und war auf der Suche nach Geld. He started to talk to me in German. Er fing an, auf Deutsch mit mir zu sprechen. Jedes Mal, wenn das passiert, spreche ich sofort Englisch. Ich spreche das sehr laut, also sehr deutlich, weil dann wissen die schon mal nicht, was sie machen sollen. Aber interessant war, dass ihn das so von seinem Brennpunkt abgelenkt hat. Aus der Energie, die ihn so antrieb in dem Moment. And he really did make an effort to speak English. Und hat sich wirklich Mühe gegeben, mit mir Englisch zu sprechen. Pretty okay. Und er hat das ganz in Ordnung gemacht. But then when he couldn't find words, aber als er dann die Worte nicht finden konnte, he didn't know how to work with the frustration of that. Gelang es ihm nicht, mit dieser Frustration umzugehen. Except to get violent. Außer gewalttätig zu werden. Und die Gewalt hat sich in der Sprache ausgedrückt. Dann fing Kenshin an zu übersetzen. for the laundry machine. Und wir haben herausgefunden, er wollte Geld für die Waschmaschine. So I said, give him some money. Und habe gesagt, gib ihm Geld dafür. Gave him some money. Habe ihm Geld gegeben. And he bowed. Er hat sich verneigt. I mean, he didn't know anything about bowing. Er wusste nichts vom Verneigen. He bowed. Aber er hat sich verneigt. And then he gave me a hug. Dann hat er mir eine Umarmung gegeben. Well, he smelled bad. Er roch sehr schlecht. But you know, I just held him. Aber ich habe ihn einfach gehalten. I just really held him. Ich habe ihn wirklich gehalten. Because he and I are not different. Weil er und ich nicht verschieden sind. If I see him as different, wenn ich ihn als verschieden betrachte, I'm not willing to see him and me in him. Wenn ich nicht in der Lage bin, ihn in mir, mich in ihm zu erkennen, das ist das Gesicht des Krieges. Das ist ein Ausdruck des Krieges in uns. So what are you willing to do? Was bist du bereit zu tun, um zu erwachen? What are you willing to do? Was bist du bereit zu tun? And how can I help? Und wie kann ich dabei helfen? That's why I wear robes. Deshalb habe ich Roben an. It's not a convenient or easy thing to do to wear robes. Es ist nicht etwas Bequemes oder Einfaches, Roben zu tragen. If you think it is, falls du glaubst, dass das so ist, solltest du mit mir die Straße entlang gehen. The projections that are thrown my way, that are thrown our way endlessly. Und die Projektionen, die endlos uns entgegengebracht werden, die sind intensiv. Darum geht es natürlich auch, wenn man die Roben anhat. Und das ist auch ein Grund, weshalb Menschen Roben wieder ausziehen. Wenn ich eine Verpflichtung ablege, wenn ich Gelübde nehme, nehme ich das sehr verantwortlich an. So it's important to say, this is how I'm deciding to live. Ist also wichtig, das auch so zu sagen. So habe ich mich entschieden, dass ich leben will. If there was any decision involved in it. Wenn überhaupt eine Entscheidung damit zu tun hatte. Because it's also true, I didn't wake up one morning. Weil es auch war, dass ich nicht eines Morgens aufgewacht bin. And say, you know, I think I'll become a Zen monk. Und du weißt was? Ich glaube, ich werde Zen-Mönch. It didn't work like that. So ist das nicht abgelaufen. You know, the whole thing started. Das Ganze fing an. Well, I'm not sure where it started. Ich bin mir nicht sicher, wo das anfing. But I will say that the whole thing started. Aber ich will mal sagen, dass das Ganze anfing, when I stopped taking intoxicants, als ich aufhörte, Rauschmittel zu nehmen and stayed stopped. Und dabei geblieben bin. Not one. Nicht eine einzige Sache. Nothing. Nichts. Then I could experience life directly. Da konnte ich das Leben direkt erleben. Nothing to dull the hell realm. Nichts, womit ich die Höllenbereiche betäuben konnte. Und es gab auch keine Fluchtwege. No illusion of relaxation. Und keine Illusion der Entspannung. Those soldiers that kill themselves, die Soldaten, die sich umbringen, kill themselves under the influence of intoxicants. Töten sich unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Because even though those intoxicants dull the expression of the symptoms of the real cost of war. Und obwohl es so ist, dass die Rauschmittel die Symptome des wirklichen Preises des Krieges betäuben. The real cost of war continues to drive them. Ist es so, dass der wirkliche Preis des Krieges einen vorantreibt in gesehenen und versteckten Arten und Weisen? Was sind die Wurzeln des Krieges in dir? Und was bist du bereit zu tun, um dazu aufzuwachen, sodass diese verwandelt werden können? Es ist nicht, dass wir die transformieren. Ist nicht, dass wir es entscheiden, einfach zu leben. It is a natural consequence of a disciplined practice rooted in self-reflection. Ist einfach eine natürliche Konsequenz dessen, wenn man eine disziplinierte spirituelle Praxis lebt. The robes that I wear, die Roben, die ich anhabe, are a symbol of my commitment to serve Buddha. Sind ein Symbol meiner Entschlossenheit, Buddha zu dienen. Which means to serve all of you. Das heißt, euch allen zu dienen, euch zu Diensten zu sein. There was a band. Es gab eine Musikgruppe. The name of the band was Skinny Puppy. Der Name der Gruppe Skinny Puppy. And they had a song. I can't remember the name of the song. Die hatten ein Lied. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was der Titel war. But there was a line in the song. Es gab in dem Lied eine Zeile. The line said, "The priests used to watch over the people." Es war mal so, dass die Priester über die Menschen wachten. Jetzt beobachten sie sie. Darum geht es nicht. Ich habe Gelübde abgelegt, um zu dienen. in der Art und Weise, wie es mir möglich ist. Deshalb lebe ich, wie ich lebe und tue, was ich tue. Um Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Gewalt ist niemals eine Lösung. Einfaches Leben ist nicht das, was wir einfaches Leben nennen. Das kann uns nur durch die Praxis, durch das Praktizieren offenbart werden. Wie immer das für uns selbst aussehen mag. Sich daran erinnern, dass wir nicht unser eigener Lehrer sein können. Und dann erwarten, dass sich daraus irgendwas entwickelt oder sich verändert. Wir brauchen eine Gemeinschaft, eine Gruppe. Wir brauchen die Unterstützung, einen Lehrer, einen authentischen Lehrer, Lehrerin. Mit diesen Sachen dabei ist es nicht, dass das uns transformiert, aber es unterstützt uns, indem wir durch die Höllenbereiche hindurchgehen, die in dem Prozess auftauchen. Genug von meiner Seite. Ich habe euch genug erzählt. Ich möchte das jetzt für eure Fragen offen lassen. Es ist jetzt eine Gelegenheit, dass du mir jegliche Art der Frage stellen kannst. Vorausgesetzt, dass es sich um eine Frage handelt. Nicht eine Aussage. Das ist jetzt nicht eine Gelegenheit, einen Zweitvortrag zu halten. So ask your questions. Succinctly, short and to the point. Einfach stell die Frage einfach und direkt auf den Punkt gebracht. 13.5 words. 13,5 Worte. And anything you want to ask, questions. Alles, was du fragen willst, go. Fragen. Did you leave your... Aus Deutsch bitte. Ah, oh, okay. Hast du den Krieg und das, was du im Krieg erlebt hast, dein Leiden im Krieg, hinter dir gelassen? Ist es so, dass du den Krieg und das Leiden des Krieges hinter dir gelassen hast? I didn't understand it. No. Okay. Is it for you that you have left behind you war and the experiences of war? No. Nein. There is no leaving behind. Es geht nicht darum, oder es gibt es nicht, dass man das hinter sich lassen kann. That's the great illusion. Das ist die große Illusion. And it's the illusion that kills people. Und das ist die Illusion, die Menschen umbringt. Der wirkliche Preis des Krieges lebt in mir. Es lebt in mir spirituell, emotional, psychological DNA. Es lebt in meiner emotional, spirituellen und psychologischen DNS. Die Erinnerungen hören nie auf. Die verändern sich, aber die hören nie auf. Die Gefühle und die Sinneswahrnehmung. Es geht darum, mit meiner Unfriedlichkeit in Frieden leben zu können. Weil je mehr ich mich abmühe, die loszuwerden, desto stärker beherrschen die mein Leben. Das ist, was Menschen tötet. Auch die Illusion, dass man denkt, das ist vorbei. Also Leute, die zur spirituellen Praxis kommen oder was anderes machen, es wird einem versprochen, dass das Leiden weggehen wird. Und für eine Zeit lang mag das sogar der Fall sein. Aber schließlich passiert doch was, was diesen Umhang der Illusion zerstört, und die Griechen nennen das Themis. Und dann ist plötzlich so, dass all das Leiden wieder hindurchsickert. Und dann ist es noch verstärkt. Die Auswirkungen sind sogar verstärkt. Aufgrund dessen, wie der eigene Geist, Verstand damit umgeht. Ich dachte, das wäre vorbei. Warum ist das wieder da? Ich muss da versagt haben. Und dann ist es so, dass der Geist endlose Argumente dazu führt. Die Wahrheit ist, dass sowas nie aufhört. Und ich bin niemals jenseits dessen. Tatsächlich ist es aber so, das, was ich mal als einen solchen Nachteil erlebt habe, ist jetzt zu einem Vorteil geworden. Weil ich kann das, was ich mache, inmitten des Krieges sogar tun. Und ich weiß, was dabei mit mir los ist. Ich verstehe es. Wenn ich jetzt dem jungen Mann auf der Straße begegne, weiß ich, dass ich von dem nicht getrennt bin. Ich weiß, wozu ich in der Lage bin. Und es jagt mich nicht mehr. Ich bin weder ein guter noch ein schlechter Mensch, aufgrund dessen, was ich getan habe. Es ist einfach, dass ich verantwortlich bin. Es gibt nichts, was ich tun könnte, was ändern würde, was ich gemacht habe. Was ich verändern kann, ist, wie ich davon beeinträchtigt worden bin. Und die Art, wie ich das ändere, ist, indem ich das einfach nicht mehr tue. Dass ich diesen Strömungen des Konditioniertseins, die mich entkommen lassen wollen, dass ich diesen aufhöre zu folgen. Die Wahrheit meines Lebens, so wie es existiert. In der Akzeptanz steckt Freiheit. Freiheit ist nicht, was wir Freiheit nennen. In gewissem Sinne bin ich jenseits dessen, weil ich weiß, dass ich niemals jenseits dessen sein werde. Fragen? Können Sie erklären, wie man Entscheidungen treffen kann, ohne Ideen zu haben? Können Sie sagen oder erklären, wie man Entscheidungen treffen kann, ohne Ideen zu haben? Could you explain how to make decisions without having ideas? You can't. Kann man. Make decisions without having ideas. Du kannst Entscheidungen treffen, ohne Ideen zu haben. But if I have a disciplined practice rooted in self-reflection, wenn ich eine disziplinierte Praxis habe, die verwurzelt ist in der Selbstreflexion, I understand that all ideas that come into existence, dann weiß ich, dass alle Ideen, die auftauchen, will also pass away, auch wieder vorbeigehen. I understand that my ideas, ich weiß, dass meine Ideen, are also driven by condition, getrieben sind durch meine Konditionierung. I understand that my ideas are essentially empty. Ich weiß, dass meine Ideen letztendlich leer sind. They have no substance or creation other than what I give, what my intellect gives to them. Die haben keine eigene Substanz. Die sind erschaffen oder Erschaffung, weil das ist nur das, was mein Intellekt denen gibt. Man, I have a lot of ideas. Ich habe viele Ideen. I have 10 million of them. 10 Millionen davon. Actually, when I'm sitting, tatsächlich, wenn ich mich hinsetze, in this holy position of repose and bliss, in dieser heiligen Haltung des Entspanntseins und des Glückseligkeit, Dankeschön. Yeah. I'm amazed at the ideas that run through my mind. Ich bin so selbst davon überrascht, von den Ideen, die mir durch den Kopf gehen. But if they didn't run through my mind, wenn die mir nicht durch den Kopf gingen, I'd be brain dead. Dann wäre ich gehirntot. So it's not attached to them. Es geht darum, da nicht festzuklammern. It's true. Es ist wahr. It's not attached to them. Also sich nicht festzuhalten. Just to watch them pass. Nur zu beobachten, wie die vorbeiziehen. There are also some information there. Da steckt ja auch Information drin. But it's hard without a practice, we're not grabbing onto an idea as the solution. Aber ohne eine Praxis und indem wir nicht sofort nach einer Idee als die Lösung greifen, sondern einfach verstehen, dass das sowas einfach nur in eine Richtung weist und dass alle Richtungen fließend sind, ständig sich verändernd. Wie häufig bist du schon dem perfekten Partner begegnet? I mean, I've met the perfect partner, I don't know, 50, 60, 100 times. 50, 60, 100 Mal ist mir das passiert. In one day. Während eines Tages. Yeah. Now I know. Jetzt weiß ich es. Yeah, I know. Ich weiß. So I go, oh, this is interesting. Jetzt sage ich mir, oh, das ist ja interessant, wie mein Geist läuft. And I understand that these ideas, und ich verstehe, dass diese Ideen, I begin to know them more intimately. Und ich fange an, sie intimer kennenzulernen. As I know them more intimately, I understand I understand the roots of them. Und indem ich sie intimer kennenlerne, finde ich auch heraus, was die Wurzel dessen ist. And I'm not afraid to to live in the reality of not knowing. Und ich habe keine Angst, in der Wirklichkeit des Nichtwissens zu leben. Because that's where you'll find the truth. Darin findest du Wahrheit. That truth I talked about that exists in the realm of natural laws. Die Wahrheit, von der ich dir bereits erzählt habe, die existiert in dem Bereich der naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten. The truth that exists beyond intellect. Die Wahrheit, die jenseits des Intellekts existiert. The truth that you find. Die Wahrheit, die du findest. In the space between the words. In dem Raum zwischen den Worten. Don't listen to what I have to say. Hör nicht dem zu, was ich sage. Hear what I'm saying. Höre, was ich sage. And we don't hear with our ears. Wir hören nicht mit den Ohren zu. Only. Nicht nur mit den Ohren. Question. Fragen. Welchen Weg gehen Sie, um Ärger, Wut und Enttäuschung zu verarbeiten? Ist es Welchen Weg gehen Sie, um Wut, Ärger und Enttäuschung zu verarbeiten? So, which path are you taking to process anger, disappointment, Wut, Ärger, so rage, kind of anger and disappointment. That's a question in itself. Das ist ja schon eine Frage, genau. But that's more than 13 words, you know. Okay. I'm sorry. Okay. Will someone else give her their 13 words? Oh, good, here. You got 13 more. Ist es mehr nach außen oder mehr mit sich selbst? Ist es mehr nach außen oder ist es mehr mit sich selbst? So is this a processing you do more inside with yourself or more on the outside? In truth, die Wahrheit ist, there isn't an inside or an outside. Es gibt das Innen und Außen nicht. Really, there isn't. Wirklich, es gibt es nicht. We distinguish like this. Wir machen das so, dass wir da eine Trennung schaffen. But that which is happening inside has its impact outside. Aber das, was innen geschieht, hat außen eine Wirkung. And that which is happening outside has its impact inside. Und das, was im Außen geschieht, hat innen eine Wirkung. So there's no inside or outside. Da gibt's also das Innen und Außen so nicht. So it is a mutually agreeable process. Das ist also ein gegenseitig sich verinformierender Prozess. I mean, for me to work with anger it's been a process. Meine Arbeit mit meiner Wut, das ist ein Prozess gewesen. First I had to learn to distinguish between anger and rage. Als erstes musste ich eben unterscheiden lernen zwischen Ärger und, sagen wir mal, unkontrollierter Wut. Because mostly what we call anger is not anger, it's rage. Das, was wir so generell Ärger nennen, ist gar kein Ärger, sondern das ist eine unkontrollierte Wut. You know, the explosion where you slam doors and you yell at people. Die Art der Explosion, wo man Türen zuschlägt und Leute anschreit und man schreit Worte, wenn man mit dem Auto fährt. You know, you want to run people off the road. Und man wird gern jemanden von der Straße abdrängen. You want to do inappropriate hand gestures. Und man will unhöfliche Handsignale machen. Yeah. Handsignale. It is a signal. Anger rises and passes quickly. Wut ist, Ärger ist etwas, das schnell auftaucht und wieder schnell vorbeigeht. And no one is held responsible. We don't attach the cause to something external necessarily. Es ist nicht notwendigerweise, dass wir die Ursache dafür etwas im Außen zuschieben. So, there is some humor, of course, in some of the things that I said, but they were also all true for me. Da ist natürlich auch Humor mit dabei, wenn ich solche Sachen sage, aber die waren schon alle auch wahr für mich. You know, if in a discussion with you, es war zum Beispiel so, wenn ich mit dir diskutiert habe, I started to feel uncomfortable. Wenn das passierte, dass ich mich unbehaglich fühlte. Wenn du was gesagt hast, dem ich nicht zugestimmt habe, das mir nicht gefiel und es mir unbehaglich war, dann habe ich dich als die Quelle meines Unbehagens betrachtet. Natürlich, wenn ich kein Unbehagen haben will, beseitige ich die Quelle. No, this is how I'm conditioned. So bin ich konditioniert. As a child, this is how I was conditioned. This is the roots of war in me. Als Kind bin ich so konditioniert worden, das sind die Wurzeln des Krieges in mir. And there are 10,000 ways to eliminate the source. Es gibt 10.000 Arten, solch eine Quelle zu beseitigen. It doesn't mean just to take someone's life. Das ist noch nicht notwendigerweise, dass man jemandem das Leben nimmt. Through our actions, through our speech, through our thoughts, we are constantly eliminating the source. Es ist schon so, dass unser Handeln, unsere Sprache und unsere Gedanken, wir ständig dabei sind, diese Quellen zu beseitigen. No. If you wouldn't put the toilet paper on that way, wenn du die Toilettenrolle nicht so auflegen würdest, you know, you do it. I told you how to do it. Now do it right. Ich habe dir ja schon gesagt, wie es gehört, und jetzt mach das mal richtig. Because you don't do it like I said, you make me angry. Weil du das nicht so machst, wie ich dir gesagt habe, machst du mich wütend. How many times have we heard that or done that? Wie häufig haben wir das gehört und haben das so gemacht? That's not anger, that's rage. Das ist kein Ärger, das ist unkontrollierte Wut. Und dabei habe ich dann die Quelle beseitigt, indem ich die andere Person dafür verantwortlich mache, wie ich mich fühle. Und die Gefühle, meine Gefühle dann auf die Person projizieren, und damit Ringe des Leidens schaffe, eben wie auf einem See, wo ich keine Ahnung habe, welche Konsequenzen das in der Welt haben wird. Wenn die Gefühle auftauchen, dann ist es genauso, wie wenn ich diese Glocke nutze. Wenn die Glocke geweckt ist, sorgt das für meine Aufmerksamkeit. Und wenn sie erklingt, it's inviting me back to my breath. Lädt das mich wieder ein, zurück zum Atem. Aware that I'm breathing in. Meines Atems bewusst. Just to breathe in. Einfach, um einzuatmen. And aware that I'm breathing out. Und mir bewusst, dass ich ausatme. Just to breathe out. Einfach, um auszuatmen. I cannot be any place other than right here in the present moment. Kann ich nirgendwo anders sein, als hier im gegenwärtigen Augenblick. Those strong feelings. Diese starken Gefühle sind für mich eine Glocke der Achtsamkeit. Bringing me back to this moment. Das führt mich zurück in den Augenblick. Understanding the feelings I have are mine, and you did not cause them. Dabei daran denken, dass die Gefühle, die ich habe, meine eigenen sind und du die nicht verursacht hast. Even if you did. Selbst wenn du die verursacht hättest. Actions were intentional. Selbst wenn dein Handeln mit Absicht geschehen ist, sind immer noch meine eigenen. This that we're talking about is not other than. Und das, worüber wir uns unterhalten, the information contained to us through the sutras. Nichts anderes als die Informationen, die für uns in den Sutren enthalten sind. Meditation ist nicht nur das Dasitzen in Entspannung und Glückseligkeit. Wie geschieht es, dass spirituelle Praxis sich in allem, was wir tun, zeigt? Praxis existiert nicht nur in diesem Raum. And this room doesn't just exist in this space. Und dieser Raum existiert auch nicht nur in diesem Bereich. When we leave here, we take this room with us. Wenn wir hier weggehen, nehmen wir diesen Raum mit uns mit. And practice manifests itself in everything that we do all of the time. Praxis zeigt sich in allem, was wir tun, überall. I haven't run anyone off the road in a long time. Ich habe schon ganz lange niemanden mehr von der Straße abgedrängt. I haven't hit anyone in a long time. Ich habe schon ganz lange niemanden mehr geschlagen. I haven't carried a gun for 29 years. Ich trage schon seit 29 Jahren keine Waffe mehr mit mir herum. I used to carry a gun all the time. Und es war so, dass ich ursprünglich immer eine Waffe bei mir hatte. I haven't humiliated or shamed anyone in a long time. Ich habe niemanden gedemütigt oder beschämt, schon seit einer ganz langen Zeit. At the end of the 2 days of retreat in Essen. Nach den 2 Tagen des Retreats in Essen, traveling in the rental car, als wir im Mietwagen unterwegs waren, Kenshin pulled into a station to put fuel in the car. Hielt Kenshin an einer Tankstelle an, um dort zu tanken. The price was very low. Der Preis war recht gering. There were a lot of cars there. Da waren dann sehr viele Autos da. The place to fill it up was on the right side. Der Tank war auf der rechten Seite. And the line was really long. Die Schlange sehr lang. There was no one on the other side. Aber auf der anderen Seite war niemand. So Kenshin turned the car around and was backing it in. Deswegen hat Kenshin das Auto umgedreht und ist rückwärts reingefahren. Makes sense. Das macht Sinn, ist praktisch. Then another car came up in front. Dann kam ein weiteres Auto vorne reingefahren. And Kenshin was being deliberate and cautious in what she was doing. Und Kenshin war da vorsichtig bei dem, was sie tat, sehr aufmerksam. And the driver of the other car. Und die Fahrerin des anderen Autos hat ungeduldige Gesten gemacht. And my immediate reaction? Und meine sofortige Reaktion. in Rome. Ich war in Rom. It caught me. Das hat mich überrascht. I'm not immune from this. Ich bin auch nicht immun. Holiness is not the idea of it all. Heiligkeit ist nicht unsere Idee davon. But to recognize what I did. Aber zu erkennen, was ich tat, und zu erkennen, wie ich in dem Leiden der anderen Person feststecken bin. Und dann reagiert habe auf eine Art, wie ich mich nicht verhalten wollte. Ich sprach mit den Leuten, die mit mir da unterwegs waren, und habe ganz die Verantwortung für mein Handeln übernommen und mir entschlossen, diese Sache nicht wieder zu tun. Das ist der Prozess des Erwachens. Es ist ein Prozess, es ist nicht ein Ereignis. Aber es ist ein Prozess, der viele Ereignisse enthält. Das war ein erwachender Moment. Das hat meine Aufmerksamkeit erhalten. Das ist weder innen noch außen. Es gibt dieses Innen und Außen nicht. Es gibt's, aber es ist sehr fließend. Fragen? Oh, here we go. Wie gehen Sie um mit Ohnmacht? Wie gehen Sie mit Ohnmacht um? How do you deal with powerlessness? Acceptance. Akzeptanz. But is it really powerlessness? Ist es wirklich Ohnmacht? This is a point. Das ist nochmal ein Punkt. Yes, and the only way that I can know. Die einzige Art, wie ich das herausfinden kann. In truth, I am powerless. Tatsächlich ist es so, dass ich ermächtigt bin. There's nothing I can really do. Es gibt, oder dass ich ohnmächtig bin. Es gibt nicht wirklich was ich tun kann. To change the external world around me. Es gibt nichts, was ich in der externen Welt tun kann, nicht eine Sache. But that doesn't make me a doormat. Das sagt aber nicht, dass ich dafür ein Türabtreter bin. Doesn't mean that I just let people do whatever they want to me. Das heißt nicht, dass ich Leute machen lasse, was sie wollen. See, in this idea of simple living. Sieh, innerhalb dieser Idee des einfach Lebens. There's this notion of. Da gibt es diese. People project on us, those of us in robes. Gibt es diese Vorstellung, die uns, die wir in Roben sind, auch projiziert wird, dass wir immer lächeln sollten, dass wir akzeptieren sollen, was immer passiert. Oh, good. Yeah. Ist alles gut. No, and that's not the point. Darum geht es nicht. I get invited to come to a Congress. Wenn ich eingeladen werde, an einem Kongress teilzunehmen, the agreement is, that in order for me to get there, they have to share in the cost of transportation. Ist die Vereinbarung, dass damit ich an dem Kongress teilnehmen kann, man einen Teil der Reisekosten übernimmt. Provide me an attendant a simple place to stay and simple food to eat. Dass ich eine Unterkunft habe für mich und eine Assistentin oder Assistenten. And I keep the cost extremely low. Und ich bemühe mich, die Kosten sehr gering zu halten. Und es ist bei Kongressen oft so, dass Menschen international eingeladen werden, deren Flüge bezahlt werden und so weiter. Aber weil ich ja Mönch bin, wird auf mich zugegangen. Oh, we didn't do so well and ist nicht so gut gelaufen, wir würden ihnen gern weniger Geld geben. How am I supposed to pay for travel? Wie soll ich denn die Reise bezahlen? I'm a mendicant. Ich bin wandern Bettelmönch. I don't have any money. Ich habe so kein Geld. I'm dependent. Ich bin abhängig. And I go, no, no, no. Und dann sage ich auch, nein, nein. Yeah. So when I do business with these congresses, wenn ich mit dieser Art der Kongressen Geschäfte mache, realizing that I'm powerless, erkennen, dass ich ohnmächtig dabei bin, but not a doormat, aber kein Türabtreter. I have a contract. Es gibt einen Vertrag. Doing good business is doing good dharma. Gute Geschäfte zu machen heißt, dass man gutes Dharma macht. Ich habe in einer Anzahl von Klöstern gelebt und studiert. And there are some of the unhealthiest places I've ever lived in. Und es sind eine der ungesündesten Orte, an denen ich gelebt habe. From an emotional psychological standpoint. Aus einer emotional-psychologischen Sichtweise heraus. Und finanziell sind die oft sehr unstabil. Weil eingehüllt in die Idee des Einfachen und des Heiligen heißt es denn, mit sowas müssen wir nicht umgehen. Das wird schon alles irgendwie hinhauen. Really? Ja, wirklich. How do we take Wie können wir es machen, dass wir die Praxis nehmen vom Kissen heraus? Wie können wir es machen, dass wir die Gumpa mit uns überall hinnehmen? Darum geht es. Last question. Yes, from outside. What's this? Oh, this is a from outside. Oh, they could have come in and asked it. Man hätte auch hereinkommen können zum Fragen. Who sent the question in? Wer hat denn die Frage gestellt? Can you raise your hand? Kann man einfach mal die Hand heben? Okay, the guy back here with the beard. Who doesn't want to acknowledge himself. I don't know if we should do the question. Go ahead. Du erzählst uns, dass wir über unsere Schwierigkeiten miteinander sprechen sollen, ähnlich wie es in bestimmten Selbsthilfegruppen getan wird, ohne gegenseitige Bewertung, Kommentar und so weiter. Frage? Probably not. Wie ist das gemeint? Kannst du das erklären? So you told us that we should speak about our difficulties with each other, very similar to certain self-help groups, where they do it in the way that there is no mutual judgment or commentary, etc. My question, how did you mean it? Can you explain that? Did I say that? Habe ich das hier gesagt? Maybe last time. Maybe what? Before. Or on a previous occasion, probably. In another life. I don't know. I don't actually know that I said that tonight. Also ich erinnere mich nicht, dass ich das heute Abend so gesagt hätte. And I don't know that I necessarily ascribe to that. Und es ist nicht notwendigerweise, dass ich dem so zustimme. Although it is true, obwohl das wahr ist, that one of the forms of meditation that I teach, eine der Formen der Meditation, die ich unterrichte, which is rooted in the original community that gathered around him, the historical figure who is named Buddha, was begründet ist in der ursprünglichen Gemeinschaft, die sich gesammelt hatte um die historische Figur des Buddhas, is the practice of deep listening and mindful speech, ist die Übung des tiefen Zuhörens und der achtsamen Sprache, rooted in the awakening of the Bodhisattva Avalokiteshvara, verwurzelt in dem Erwachen des Bodhisattvas Avalokiteshvara. So what happens in this practice? Ist es so, dass was in dieser Übung, in dieser Praxis passiert, ist den Leuten dabei weiterzuhelfen, zu verstehen, dass Sprechen nichts anderes als Meditation ist. Und das Zuhören nichts anderes als Meditation ist. Aber das, was wir Zuhören nennen, ist oft gar kein Zuhören. Weil während ich spreche, verurteilst du. Du entscheidest. You're picking and choosing. Is it correct? Is it not correct? Du sortierst und wählst aus, ist das richtig, ist das nicht? Is it good, is it not good? Ist das was Gutes oder nicht? That's not listening. Das ist kein Zuhören. To hear what's being said. Wirklich zu hören, was gesagt wird. And what's not being said. Und was nicht gesagt wird. To listen with our whole being. Mit seinem ganzen Sein zuzuhören. So, when I introduce this practice of deep listening and mindful speech. Wenn ich das so mache, dass ich diese Übung des tiefen Zuhören und der achtsamen Sprache vorstelle. One person is speaking. Ist es so, dass eine Person spricht, the others listen, und die anderen hören zu, without distractions, ohne Ablenkung. So, no cigarettes, da wird nicht geraucht, no coffee, kein Kaffee getrunken, no tea, kein Tee, no bottles of water, keine Wasserflaschen, with their full attention, mit der ganzen Aufmerksamkeit, soweit das möglich ist. And so, there's some ritual created around that to support that. Dazu gibt es ein Ritual, um das zu unterstützen. So I know very little about self-help groups. Ich weiß nur wenig über Selbsthilfegruppen. Only what other people have told me. Nur das, was andere mir darüber erzählt haben. So while self-help groups may share some similar characteristics, obwohl es so sein kann, dass Selbsthilfegruppen ähnliche Eigenschaften da teilen, it is not exactly the same. Ist das nicht ganz dasselbe. But it is important to learn to listen just to listen. Aber schon wichtig, dass man lernt zuzuhören, einfach um zuzuhören, keine Diskussion, no philosophizing, kein Philosophieren, no demonstrating our religious superiority, kein Darstellen der eigenen religiösen Überlegenheit, but to share from a place of Shin, sondern dass man aus einem Ort des Shin heraus miteinander teilt. Thank you for your question. Danke für deine Frage. Okay, now I give someone a chance. The last question. Ich gebe jetzt nochmal jemand die Möglichkeit einer letzten Frage. Oh, okay. Mich würde interessieren, was Ihnen Plum Village bedeutet. Ich wäre interessiert, was Ihnen Plum Village bedeutet. I would be interested what Plum Village still means to you. Or what it means in general to you, Plum Village. They grow a lot of plums. Da werden viele Pflaumen angebaut. Yeah, they have a couple of hectares of plums. Da gibt es ein paar Hektar von Pflaumen, die da angebaut werden. Time to bring the evening to a close. Es ist Zeit, dass wir den Abend beschließen. I want to do this in a way which has become usual for me. Ich werde das auf eine Art machen, die für mich gewohnt geworden ist. First, I'm going to take away some of the technique. Ich werde mal ein bisschen was von der Technik abbauen. First the iPhone. Als erstes das iPhone. La, 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 la. 7:42, I wake up. 7:42 wache ich auf. At 7:15 I scream. Um 7:50 Uhr schrei ich. 8 o'clock I have breakfast. 8 Uhr Frühstück. It's an inside joke. Das ist jetzt ein Insider-Witz. In the tradition which I'm ordained, we bow. In der Tradition, in der ich Ordination habe, verneigt man sich, das ist eine ganz bestimmte Meditationsübung. And we're given very clear instructions on this. Und es werden ganz deutliche Anweisungen gegeben. We're taught to press our palms together. Da wird einem gezeigt, dass man die Handflächen aneinander with our thumb tips touching. Die Daumen liegen zusammen. And then we rest the thumb tips against the first knuckle. Und dann liegen die Daumenspitzen an den ersten Knöcheln an. Or wherever your thumbs might touch, in case they're longer than that. Genau, wo immer die Daumen dann die Hand berühren, je nachdem wie lang die Daumen sind. And then we place the tip of our longest finger parallel with the tip of our nose. Und die langen Finger sind dann parallel mit der Nasenspitze. We are not too stiff. Man ist nicht so steif. People get all this Japanese stuff going on. Genau, wenn all dieses japanische Zeug abläuft. Or too relaxed. Aber man ist auch nicht so entspannt. Cool Dharma. Cool Dharma. But it's very precise. Das ist was ganz Präzises. And I'll tell you something about this practice. Ich will auch noch was zu dieser Praxis erzählen. This bowing practice has saved my life. Diese Übung des sich Verneigens hat mein Leben gerettet. Literally. Buchstäblich. The name of the position in Japanese is Gasho. Der Name der Haltung in Japanischen ist Gasho. And so in Gasho. Jetzt dann in Gasho. I bow to Genrei. Verneige ich mich vor Genrei. Yes. For all of the works that she's been doing for all of the months to make it possible for me to be here. Für all die Arbeit, die sie über all die Monate gemacht hat, dass es möglich werden lassen hat, hier zu sein. Her tireless efforts. Ihre unermüdliche Mühe. Even when she felt overwhelmed. Selbst als sie sich überwältigt fühlte. Just continue. Einfach weiterzumachen. Yes, for her commitment. Für ihre Entschlossenheit. Yes, to practice. Zu praktizieren. And for holding us. Und dass sie uns gehalten hat with the song of the bell. Mit dem Klang der Glocke. It is the song of the bell which creates the environment which holds us together through this period of practice. Es ist der Klang der Glocke, der uns hier in der Phase des Praktizierens die Atmosphäre schafft, dass wir gehalten sind. So for her existence, for her life, for her commitment, I bow to her. Für ihre Existenz, für ihr Leben, für ihre Entschlossenheit verneige ich mich vor ihr. To children. Und dann gegenüber Children, die ich vor ein paar Jahren unter ungewöhnlichen Umständen getroffen habe. Und für ihre Widmung und ihre Verpflichtung gegenüber der Praxis. Und für ihre Unterstützung bei meinem Hierherkommen verneige ich mich vor ihr. It is such a pleasure and honor for me to know her. Für mich solch ein Vergnügen und solch eine Ehre, sie zu kennen. That's the other reason I stand up when Pema Samtin walks in the room. Das ist auch ein Grund, weshalb ich aufstehe, wenn Pema Samtin in den Raum hereinkommt. Not only out of respect for him, but for children. Nicht nur aus Respekt ihm gegenüber, aber auch Kindern gegenüber. To Hanno. Dann an Hanno gerichtet. All those who work to keep this center alive and healthy and well. Und alle, die zusammenarbeiten, dass dieses Zentrum weiter existiert und gesund weiter existiert. Und mir genügend zu vertrauen, dass ich hierher kommen kann, um euch allen zu begegnen. Ich bin dankbar für Hanno und euch allen in Gasho. Nochmal Kenshin. Letztes Jahr um diese Zeit Kenshin was just in the process of recovering from a very serious illness. War Kenshin dabei, sich aus einer sehr schweren Erkrankung zu erholen. She fell ill last year, April. Sie ist im letzten Jahr im April erkrankt. And in the first week or so of her illness, it wasn't clear that she would survive. In der ersten Woche ihrer Erkrankung war nicht klar, ob sie das durchsteht. This time in Europe is the first time she's translated for me in 2 years. Und jetzt in Europa ist es das erste Mal, dass sie in 2 Jahren für mich übersetzt hat. Last year it was Genrei who stepped up to support her and to support me in this process. Letztes Jahr war es Genrei, die dann hervorgetreten ist, um mich in diesem Prozess zu unterstützen. So to have her here now. Und jetzt dabei zu haben. Kenshin is most senior student who studies with me. Kenshin ist meine älteste oder längste Schülerin. She has served as a personal assistant to me for the last 15 years. Und sie hat mir als persönliche Assistentin in den letzten 15 Jahren gedient. What I do is the opportunity that I have a lot to do with Kenshin and her commitment and efforts. Und die Gelegenheiten, die ich habe, haben ganz viel mit Kenshins Bemühen und ihrem Verpflichtetsein zu tun. So to have her here, jetzt dabei zu haben, gemeinsam mit Genrei, ist ein wahres Geschenk. But to have her here, sie da zu haben, translating, und übersetzend, it's like my voice speaking German. Ist wie meine Stimme, die Deutsch spricht. So for her incredible translation. Also für ihre unglaubliche Übersetzung. Awesome, wonderful. Großartig, wunderbar. Yeah. And in the very fact of her existence. Und für die Tatsache ihrer Existenz. I bow to her in gratitude. Verneige ich mich aus Dankbarkeit. Tell me, what's your first name? Marvin. 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 Mm-hmm. To Marvin. Und noch an Marvin. For the courage to come here. Für den Mut, herzukommen. For the effort that he's made. Für das Bemühen, das er gezeigt hat. And for the transformation I've witnessed just in the short time that I've known him. Und für den Wandel, den ich in der kurzen Zeit, seit ich ihn kenne, beobachtet habe. Marvin, I bow to you in gratitude. Ich verdanke mich aus Dankbarkeit für dir. Yeah. Verneige mich aus Dankbarkeit für dich. And also, und the last few months I've been traveling with a friend. In den letzten 2 Monaten bin ich mit einem Freund gemeinsam gereist. Elliot. Elliot also a soldier. Elliot ist auch Soldat. Elliot lost a leg in Iraq. Er hat sein Bein im Irak verloren. Known Elliot now for about a year. Ich kenne ihn jetzt seit circa einem Jahr. And I'm so glad he's here. Ich bin so froh, dass er da ist. It's because of Elliot and all because of all of you that I do what I do. Es ist wegen Elliot und euch allen, dass das der Grund ist, weshalb ich das mache, was ich tue. Because I understand what can happen. Weil ich weiß, was geschehen kann. Where our suffering can lead us. Wohin unser Leiden führen kann, wenn wir nicht bereit sind, aufzuwachen. So for his courage, just like he's never been out of the United States before. Und für seinen Mut, weil er vorher die USA noch nicht verlassen hatte, außer eben um nach Irak zu gehen. He was evacuated from Iraq to Landstuhl. Er ist aus dem Irak nach Landstuhl evakuiert worden. We went there together. Wir sind dort gemeinsam hingegangen. We went to the floor where he was in the hospital. Wir sind auf die Station gegangen, wo er im Krankenhaus lag. Wir haben uns das Bett angeschaut, wo er gelegen hatte. Der Mut, das zu tun. That's where the healing and transformation comes. Da entstehen Heilung und Transformation. Turn away from that. Sich davon nicht abzuwenden. But to learn to live with that in right relations. Aber zu lernen, damit in rechter Beziehung weiterzuleben. Für all seinen Mut verneige ich mich aus Dankbarkeit. And to all of you Buddhas to be. Und an euch alle werdende Buddhas. You are the reason that I practice. Ihr seid der Grund, weshalb ich praktiziere. Yeah. Not so long ago, you were my enemy. Noch vor gar nicht so langer Zeit wart ihr mein Feind. I was taught to see all Germans as inferior. Mir wurde beigebracht, alle Deutschen als minderwertig zu betrachten, als geringer. What a distorted piece of information I was given. Was für eine verdrehte Art der Information, die mir gegeben worden war. It is the time that I've spent here in Germany. Es ist genau die Zeit, die ich hier in Deutschland verbracht habe. I've been coming here for the last 20 years. Ich komme hier schon seit 20 Jahren her. It's my relationship with Germany and with all of you. Denn es ist meine Beziehung zu Deutschland und euch allen, was mich in meinem Prozess des Erwachens unterstützt hat. Und zwar aufzuwachen zu dem wirklichen Preis des Krieges. Für all die Gaben und Geschenke, die ihr mir gemacht habt, für die Unterstützung und die Fürsorge, die ihr mir über die Jahre hinweg gezeigt habt, verneige ich mich vor euch aus Dankbarkeit. Wenn es etwas gibt, was ich tun kann, um dich auf deinem Pfad zu unterstützen, frag Kenshin danach. Really, just ask. Frag bitte einfach. I'm a 21st century monk. Ich bin Mönch des 21. Jahrhunderts. I have a laptop. Ich habe einen Laptop. E-Mail. E-Mail. Donated. Ist gespendet. I also have a phone. Ich habe auch ein Telefon. I do text messaging. Ich mache Textmessages. But I'm not giving you the number. Die Nummer gebe ich euch nicht. Aber die E-Mail-Adresse dürft ihr haben. And if you write, falls du schreibst, it's helpful if you write in English. Wäre das hilfreich, wenn du auf Englisch schreibst? Und wenn du schreibst, werde ich antworten. Bleib doch bitte noch sitzen, bis ich den Raum verlassen habe. Und gib Kenshin noch ein paar Augenblicke. Es war eine wunderbare Gelegenheit, euch zu begegnen und freundlichen Gesichtern zu begegnen.